Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, nämlich zu Let's Play Pokémon Gelbe Edition, beziehungsweise die Special Pikachu Edition. Ja, erschienen in Europa am 16. Juli 2000 für den Game Boy, in Nordamerika war es dann der 1. Oktober 1999, in Japan sogar 1998 am 12.09. und in Australien am 3.09.1999 jedenfalls für den Game Boy. Aber uns interessiert die europäische Version, wie gesagt, erschien am 16. Juli 2000. Als kleines Add-on zu Rot und Blau, deswegen macht es für mich in meinen Augen auch keinen Sinn, die Rot und Blau Edition noch zu Let's Playen. Keine Sorge, wir machen demnächst noch was anderes. Wenn das hier wirklich sehr gut ankommt, so wie ich das eigentlich mir vorstelle, weil ich denke, sehr viele das hier gespielt haben. Ja, da denke ich mal, machen wir Feuerrot, Blattgrün, beziehungsweise Feuerrot, würde ich mal sagen. Ihr wart so nett, das hat mir einige Tippvorschläge gemacht. Leider ist die Liste nicht so ganz vollständig, wo ich mir denke, hätten wir ruhig vielleicht ein paar Pokémon noch mehr einbauen können. Das heißt, ich werde meine Liste selber persönlich ein bisschen ergänzen, wie ich da gerade ein bisschen Bock drauf habe. Mir fehlt ein Psycho-Pokémon, mir fehlt ein Wasser-Pokémon. Aber das haben wir eigentlich. Ja, müssen wir mal gucken, wie gesagt. Ich habe mir überlegt, ein Food-Pokémon habe ich auch als Name drin als Namen bekommen. Weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ja. Wie gesagt, einen interessanten Namen habe ich bekommen. Ich muss gerade tatsächlich auf mein Handy gucken, weil da habe ich irgendwo die komplette Liste. Keine Sorge, ich ziehe das jetzt nicht extra an die Länge hier. Wie lange wir hier machen den Part? Wie lange wir dieses Spiel machen? Keine Ahnung, liebe Leute, wir werden es mal schauen. Moment, ich muss mal gerade gucken. Irgendwo ist das Bild. Da sind so viele Posts drin, diesem Dings drin. Viele coole Projekte, die ich möchte, habe ich mir gerade selber meinen eigenen Post neu finden. Das dauert jetzt das Ganze, weil da sind nämlich die Teamvorschläge drunter tatsächlich. Bei einigen Namen, warte mal, ich muss gerade gucken, ansonsten nicht gehört, ob diese funktionieren können. Ich habe sie gefunden schon. Also. Ah, okay, da ist tatsächlich ein Wasser-Pokémon drin. Cool, ja, machen wir doch. Danke, liebe Tatjana, für die coolen, vielen Namen. Teamvorschläge. Na gut, egal. Wir gucken einfach mal, was wir machen. Und ich würde sagen, legen wir los, liebe Leute. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Oh, das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Hab ich nicht? Hallo? Hallo, liebe Leute, dieses Spiel. Will er mich jetzt schon nicht ab? Will er mich jetzt schon ab? Hallo? Ich hatte mit der Enter-Taste, könnte ich das. Ich muss gerade die Taste finden, wo ich es mache, tatsächlich. Wo ich die Texte weiterblenden. Ah, mit X, okay. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Soweit so klar. Die Welt wird von Wesen benutzt, bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja, ein Pikachu. Nicht wundern, wie gesagt, das Ding ist die erste Generation, es sieht alles ein bisschen verpixelt aus und alles rum und dran. Ich spiele das ganze Ding sogar auf dem PC als auf dem Emulator, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch gerade die Tastenschläge. Ich spiele das ganze Ding hier mit Maus, mit Tastatur. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie weit wir machen. Ich denke mal, wir werden es einfach so hinaus so machen, dass wir gucken, dass wir die Top 4 besiegen und die legendären Pokémon fangen, also die 4, die es im Spiel gibt, vielleicht sogar das 5. Müssen wir mal gucken. Jetzt zeige ich euch noch einen Glitch. Aber das wird keine, also ich werde keine legendären Pokémon ins Team nehmen. Das kann ich euch schon mal von voraus sagen. Die muss ich mal Pokémon nennen. Okay, soweit war mal. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet denn dein Name? Mein Name ist klar. Ist das jetzt noch? Oder nicht? Oder nicht? Hallo? Ich bin jetzt. Klappt nicht. Hallo? Bist du? Okay. Hallo? Ja? Wieso willst du nicht? Ich darf ja nur meinen Namen nicht eingeben. So ein Rotz. Das ist wieder doch eine andere Tastenbelegung, oder was? So ein Kacke-Rotz. Ich will meinen eigenen Namen eingeben. Hallo? Ich kann das
Leute. Okay. Ich muss manchmal mit der Tastenbelegung ein bisschen zurechtkommen. Das ist das Problem an der Sache. Sorry, ich muss mal gerade. Das will der hier nicht. Ich will meinen eigenen Namen haben. So. Oh Mann. Ah, das ist der Spielstopp. Wenn ich jetzt irgendwas abstürze, dann tun wir jetzt gerade. Muss ich gerade nicht sagen, daran, dass ich jetzt gerade was ausprobiere. Aha, mit Y. Ich. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Nein. Weiter, ja. Windows Updates. Scheiße. Das muss nicht sein, mitten im Let's Play. Liebe Leute. Mein Name ist Kev. Leider passt nicht Kev Gaming rein. Scheiße. Richtig, dein Name ist Kev. Ja, würde ich mal so sagen. Und hast unser Rivale. Dies ist mein Enkel. Von näher wollt ihr einander übertrumpfen? Hm, war dein Name. Da ich ihn sehr gerne Spacko nennen würde, weil das immer lustig kommt. Ey, Spacko, du bist ja schon wieder da. Aber ich glaube, das ist nicht so benutzerfreundlich. Ich würde ihn einfach standardmäßig nach meinem besten Freund benennen. Der da heißt Jan. Ganz einfach. Auf jeder Edition mache ich das. Jan, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Kev, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Okay. Ha, sehr cool. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen verpixelt und alles vom Mund dran und die Musik ist auch natürlich 8-Bit-Musik, ist es vollkommen klar. So, als erstes. Hey, cool, wir haben hier was mal an mir Schönes. Das Startmenü. Wow. Zurück. Scheiße, so. Müsste der eigentlich hier irgendwas machen? So. Kevin spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. So, Kev schaltet den PC ein. Der Fall daran, dass ihr jetzt was mitnehmen könnt, nämlich ein Trank. Nicht vergessen, kann man immer mal gebrauchen. Gerade am Anfang des Spiels ist das sehr, sehr wichtig. Da wir kein Item mehr haben, ist auch vollkommen okay. Ja. So, haben wir noch irgendwas? Zimmerpflanze und ein Bett? Anscheinend nicht, also würde ich sagen. Legen wir los. Oh, guck mal, da unten ist eine Person. Mama. Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. Nein, nach dir gefragt. Kann sein, dass die Dialoge so ein bisschen umstellen und alles drum und dran. Das mache ich, wie ich da Lust und Laune habe. Wir gucken Fernsehen noch nebenbei. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen auf ein Gleis entlang. Warum machen die sowas? Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Liebe Leute, tut das bitte nicht selber. An Bahngleisen entlang zu laufen ist total beschissen. Vor allen Dingen gefährlich. So, wir haben noch Bücherregal. Wow. Unmengen Bücher über Pokémon. Wow. Unmengen Bücher über Pokémon. Das hätte man schon irgendwo gelesen. Gut, mehr haben wir nicht. Fenster gucken können wir nicht. Da unten ist noch eine Person, mit der wir ein bisschen quatschen können. Was haben wir denn hier? Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ja, umso mehr, umso besser. Diese Route können wir noch nicht benutzen. Das kommt erst in einem ganz, 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 ganz späten Teil hier. Wo lange es dahin geht. Ich glaube, die Leute, die das Spiel hier gespielt haben, wissen es natürlich. Aber ja, ich werde euch nicht. Ich werde mir das, was hier unten ausblenden. Weißt du? Willst du? Du darfst eigentlich mal verschwinden, liebe Tastleiste. Das würde ich gerne mal machen. Moment, ich muss mal gerade das einstellen. Das wollte ich hier weitermachen. Ja, perfekt. So, das wollte ich eigentlich mal machen. So, wir quatschen mit diesem Kollegen hier mal. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder aufrufen. Mensch,
Wenn du wüsstest, was heutzutage in der heutigen Generation mit der Technik möglich ist, würdest du, glaube ich, nicht so auf Sprüche klopfen. Aber wie gesagt, das Spiel ist aus dem Jahr 2000. Und ja. Und aber hier. Haus von Jan. Und das ist das von Verkäff. Mein Haus. Hey, schön. Ich wohne hier. Unglaublich. So, wir haben noch ein Schild. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Ja, merkst du was. So, was haben wir noch hier auf dem Schild stehen? Wie gesagt, ich versuche zumindest so weit wie möglich alles zu erkunden hier. Professor Eich, Pokémon-Labor. Gut, wissen wir das auch, dass das hier Pokémon-Labor ist. Ja, ich meine, was haben wir groß zu tun? Wir gucken mal, was uns so erwartet hier in der nächsten Stadt. Halt! Warte! Geh nicht raus! Was? Was willst du? Professor Eich, das war knapp. Ah, nee. Professor Eich muss ich nicht bessern. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Müssen wir uns demonstrieren jetzt sogar? Oh, cool, ein Pikachu, was seine Stimme sagt. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass das ganze Ding sowas von verpixelt. Das wird in den zweiten Generationen und in den folgenden Generationen, wie ihr es ziemlich wisst, einfacher. Ein wildes Pikachu. Er nimmt ein Pokémon und fängt. So macht das wohl bei jedem Pokémon. Das ist jetzt relativ schnell, aber es wird euch nochmal später ein bisschen genauer erklärt. Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ich hab jetzt eh nichts anderes übrig. Hey, guck mal, wer da schon ist. Jan, Opa. Ah, ne. Ja. Opa, ich will dich länger warten. Was? Wieso nicht? Jan, du bist ja früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort deinen Ball auf dem Tisch? Den Ball auf dem Tisch? Tisch liegen Kämpf? Ja, sehe ich. Das ist ein Pokémon. Darin befindet sich ein Pokémon. Mhm. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Wir ungeduldig, unser kleiner Enkel. Sie kennt das wahrscheinlich als Rot und Blau. Halt, Opa, was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld, Jan. Ich gebe dir später eines. Gut. Das Angebot nehmen wir gerne an. Wenn ich das Menü nicht aufklappen würde, würde ich jetzt weitermachen sogar können. Ich muss mich daran gewöhnen, dass es nicht auf der Enter-Taste liegt, sondern auf der Y-Taste. Halt! Stopp! Warte! Nein, das ist meins. Nicht ich. Nein, ich will dieses Pokémon. Ja, ich dachte, ich das Pokémon. Was an Pflege. Deswegen wollte ich einen eigenen Spacko nehmen. Hey, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Okay, behalte es. Es ist deins. Ich hätte dir sowieso später eines gegeben. Ja, komm mal her zu mir, bitte. Ich habe noch ein Pokémon gefangen. Das Pikachu, was er gerade gefangen hat. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Ich bekomme ein Pikachu. Yay! Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Ja, es gab einen Spitznamen, den wirklich vorgeschlagen wurde. Den werde ich auch übernehmen. Und zwar... Anlehnung an die Serie. Trainer Witchy. Wer die Leute nicht kennt, guckt einfach mal bei Google. Ich weiß gar nicht, wie die da heißen. Ich glaube, heißt denn? Nee, die ungleiche Brüder heißt ja nicht. Das ist die mit dem... Na, egal. Ich weiß gar nicht, wie die Folge jetzt gerade heißt. Aber ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Nämlich Sparky! Gut, was haben wir noch hier so? Es sieht wie ein Lexikon aus. Aber die Seiten sind unbeschrieben. Hier kann man seine Pokémon heilen übrigens an dieser Maschine. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. Ich guck mal, was unser... Was hier noch im Mülleimer liegt. Auch nichts. Okay. Wir können leider nicht an die Bücherregale dran. Also bleibt es wahrscheinlich... Oh, ich habe hier oben noch was immer stehen. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Das passiert mit uns öfters. Das geht uns hier. So. Im Menü kannst du unter Sichern deinen Spielstand sichern. Okay, vollkommen okay. Das machen wir aber anders. Und zwar werde ich das hier oben machen. Über Save. Ganz einfach. Dann kann ich das Spiel nicht wieder neu starten. So kann ich auch zum Beispiel in den Kämpfen starten, wenn es halt mal nicht so läuft, wie ich das will und alles drum und dran. Und ich will meine andere Taktik in den Kämpfen ausprobieren und muss dann halt quasi alles alleine machen, sondern deswegen spreche ich meistens von den Kämpfen. Gut, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt das mal zu gehen. Und Jan, warte. Ah, nee.
Ich vergesse es, ich muss immer die. Ich muss die Namen, dass die Namen nicht davor sagen, sondern einfach nur freiweg was zu sagen. Oder zumindest meine eigene Interpretation. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Mit der geilen Musik. Jan möchte kämpfen. Jan setzt Evoli ein. Das war unser Lieb-Pokémon. Ein Evoli. Welche Attacken haben wir? Donnerschock und Heuler. Donnerschock ist eine. Ist das in dem Fall physisch speziell? Aber es, na gut, es ist eh egal, was hier leider in dieser Generation als eins zählt. Später wird es ja getrennt als Spezialangriff, Spezialverteidigung, physische Angriff, physische Verteidigung. Hier ist alles quasi in einem. Das heißt, wenn hier zum Beispiel von einer Attacke, wie zum Beispiel Heuler getroffen werde, das senkt immer seinen Angriff, senkt es sowohl auf den Spezialangriff als auch den physischen Angriff. Das heißt, Attacken, wie zum Beispiel Tackle. Und Donnerschock ist dann quasi als Angriff und werden beide davon betroffen. Später wird es, wie gesagt, halt getrennt. Gut, ich würde sagen, wir greifen physisch an, und zwar mit Donnerschock. So, Evoli, ein Rutschschlag. Senkt ihm sowohl Verteidigung als auch Spezialverteidigung. Das ist quasi das Gegenstück zu Heuler. Manche Pokémon können halt Rutschschlag, weil sie einen Schwanz haben. Ich glaube, Pikachu lernt später auch noch. Gar nicht jetzt, auf welchem Level das ist. Aber. Ich glaube, Level 9? Level 12? Keine Ahnung, ich müsste nachgucken tatsächlich. Ich weiß nicht alles auswendig. Ich weiß ein paar Level auswendig, wo die Attacken, wo die Attacken lernen. Ich weiß nicht, bei Donnerblitz und Donner. Donnerblitz ist Level 26, Donner ist Level 42. Ja, das mal kurz dazu. Ich habe Ruckzuckieb Level 15 und. Level 20. Das sind so. Bei Pikachu zumindest. Es also wird immer so das erste Teammitglied sein. Klar, als Figur und alles drum und dran wird es auf jeden Fall das erste Teammitglied sein. Das heißt, fünf weitere sind jetzt, glaube ich, noch. Moment, ich muss mal überlegen. Ein und zwei Plätze frei. Tatsächlich. Ich weiß. Ich werde es selber überlegen. Also, mir sind ein Name noch gefallen. Welches Pokémon wir noch ins Team nehmen sollen. Und einen Namen könnt ihr natürlich noch auswählen für einen späteren Zeitpunkt. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde gerne ein Psycho-Pokémon haben, was sich tauschbar ist, weil ich hier immer den Emulator nicht tauschen kann. Ich kann mir theoretisch nur sagen, okay, ich könnte mir zum Beispiel einen Simsoner cheaten. Will ich aber nicht. Deswegen können wir mal überlegen, was wir machen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ein Pokémon, was halt Psycho-Attacken lernen kann. Gengar genauso leider wie ich. Leider genauso wenig, weil ich auch nicht tauschen kann. Das sind halt Gengar, Machomai, was haben wir nur noch? Geowatz und also den Schuf und Kleinschein. Ja, und Simsala halt. Das sind diese vier Tausch-Pokémon, die halt nicht anders möglich sind. Wir gucken mal aber halt auf die Variante nehmen, ob wir den Pokédex vervollständigen. Gut, ich muss mal gucken, wann ich jetzt komme. Ich will das ganze Ding nicht eigentlich Länge zu hören, aber ich guck mal jetzt für die erste Folge halt. Ja. Noch ein Stück machen. Wir ziehen noch ein bisschen. Gut, weil jetzt abzubrechen macht keinen Sinn. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Donnerschlag. Gerade am Anfang sind sehr, sehr viele Infos. Also später ein bisschen besser. Oh, wir haben uns paralysiert. Jetzt weiß ich nicht, wie viel die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Pokémon nicht angreifen kann. Gut, jetzt ist es gerade weiter bei 100%, weil es jetzt noch gar nicht angreift. Weder mit Deckel noch mit seiner Rudenschlagattacke. Also Deckel war physisch, jetzt trifft es zumindest und zieht uns. Oh, ein Volltreffer. Volltreffer zieht dann immer die Doppel. Wenn der ein Pokémon, ein gegnerisches Pokémon mit einer Volltrefferattacke trifft. Manche Attacken ist höher, aber manche Attacken weniger. Zieht es dann halt quasi doppelt so viel ab. Normalerweise wären es 4 KP, jetzt sind es sogar 8 KP. Dann sollte nicht auf den Spruch kommen. Das ist aber mal zu häufig. So, wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Wir bekommen 97 EP. Hier steht übrigens für Erfahrungspunkte. Und manchmal werden Pokémon dadurch ein bisschen stärker, steigen im Level auf, lernen neue Attacken. Oder im Idealfall, gut, im Pikachu's Fall ist es nicht der Fall, entwickeln sie sich durch ein Level. Bei Pikachu wäre es ein Stein, aber in dieser Generation, in dieser Edition geht es nicht. Pikachu akzeptiert den Donnerstein, das heißt, man kann es sich entwickeln, wie auch in der TV-Serie. Wir erlernen Rutenschlag, Level 6 sogar schon. Ich hätte uns später erst gedacht, aber gut, ich weiß auch nicht mehr alles, so viele Pokémon mittlerweile draußen, gerade bei den neuen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie weit wir es spielen, aber ich habe überlegt, danach halt Kristall zu machen und danach irgendwann auf Feuerrot zu gehen. Dann auf Hard Gold und dann gucken wir einfach mal, ob es so noch draußen ist. Ach, Mann, unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht.
Nein, ich gehe einfach daran, dass du dich weißt. Waschen bist du noch nicht für die Reihe bekommen. Wir bekommen 175 Pokémon Dollar. Die bekommen wir je nach jedem Kampf. Davon kann man Items kaufen, wie zum Beispiel Trinke, Pokebälle, Gegengifte und sonst irgendwas anderes. Aber ich zeige euch dann, wenn wir dann im Supermarkt sind, wie das Sortiment so aussieht. Das ändert sich dann übrigens, je nach Orden, weit weil sie im Spiel fortgeschritten sind. Manche Items werden dann halt besser. Bessere Tränke, bessere Pokebälle und. Aber wie gesagt, alles mit seiner Zeit. Gut. Jan. Ach, ja. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Opa, wir sehen uns. Kev, Opa, wir sehen uns später. Davon kann es sein. Kannst du etwas fassen? Wir sehen uns früh genug. Oh, wie bitte? Was? Eich. Ah, nee. Schau dir das an. Es ist seltsam. Adam Pikachu mag scheinbar keine Pokebälle. Es muss sich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag oder nicht. Guck mal. Okay, noch mag es uns nicht so wirklich. Ist halt wild. Professor ist jetzt für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich bin Professor Eis Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Und danach erzähle ich gar nichts mehr. Ich bin Professor Eis Gehilfe. Ich studiere mit ihm Pokémon. Hast du euch abgesprochen? So, ich nehme mal die Maus hier ein bisschen raus aus dem Bildschirm. Und ich bin das Ding hier auf einem Gameboy-Emulator. So, ja, gehen wir mal weiter. Das hier ist übrigens hohes Gras. Da passiert das manchmal, wenn wir durch die Gegend rennen. Das hier wilde Pokémon haben. So, den Kollegen quatsche ich noch an. Hi, ich arbeite an einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, nimm. Einen Trank. Wunderbar. Ich glaube, Pikachu muss eigentlich geheilt sein. Doch, ist geheilt. Okay, wunderbar. So komme ich jetzt nicht wieder zurück. Mann, mein Rotz. Okay, zurück. Gut. Ja, ich muss mich ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen. Ja, gerade bei diesen Farbwechseln und allem sieht man es nicht unbedingt. Das wird dann halt, wie gesagt, irgendwann mit der neueren Generation besser dann erzählt. Erkennt man ein bisschen die Texturen und alles drum und dran. Wie gesagt, das Spiel ist halt jetzt schon 17 Jahre alt. Ja, also. Oh. Was meine ich gerade? Wenn du durchs Gras gehst, kann passieren, dass ein Pokémon auftaucht. Und in diesem Fall ein Topsy. Mit einem Level 3. Ich glaube, Level 2, 3 und 4 gibt es das hier, glaube ich. Oder sogar 5. Wir greifen mit Donnerschock an bei diesem Turm-Pokémon-Typ. Das ist Pokémon-Typ Flug. Also Flug normal eigentlich. Aber in dem Fall greift der Pokémon-Typ Flug. Elektro-Attacken sind gegen Flug-Pokémon und auch gegen Wasser-Pokémon sehr effektiv. Gegen Boden-Pokémon zum Beispiel bringen sie gar nichts. Auch gegen Pflanzen-Pokémon halbiert wird nur die Kraft. Halbiert. So. Wir greifen an mit Donnerschock. Ein Volltreffer. Jetzt haben wir auch unseren ersten Volltreffer. Wir kriegen 23 Erfahrungspunkte. 23 Erfahrungspunkte mehr zum nächsten Level. Das wäre dann in diesem Fall Level 7. Aber wie gesagt. Und das andere Pokémon, was auf dieser Route ist, ist ein Radfratz, eine kleine Ratte vom Typ Normal. Kleine nerviges Viech manchmal. Wie gesagt, die taucht manchmal sehr viel auf. Es gibt auch mehrere Pokémon, die einfach bei teilweise jedem Schritt auftauchen. Ja. Ihr werdet es, wie gesagt, alles noch früh genug erfahren. So, ich greife da an mit Donnerschlag. Ich hole ein bisschen Erfahrungspunkte. Gerade am Anfang sind die sehr, sehr wichtig, um stärker zu werden. Okay, diesmal reicht es nicht. Es benutzt guten Schlag. Jetzt sehe ich damit unsere Verteidigung. Ich muss wieder die Maus ein bisschen aus dem Bildschirm nehmen. Gut, cool, Spacky halt. 16 Erfahrungspunkte war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das noch brauche ungefähr. Wir gucken gerade mal. Hier seht ihr auch gerade seine Werte. Angriff hat er momentan 12, Verteidigung hat er momentan 10, Initiative 17 und Spezial 12. Ist nicht das stärkste Elektro-Pokémon, es gibt einige stärkere Pokémon. Aber wie gesagt, für Pikachu, für das als Cover-Star und als, als erstes Teammitglied ist es gar nicht mal so schlecht. Das wird schon relativ. Gut, wir haben hier, was haben wir bekommen? Name ist Pikachu als Originalname.
Nummer 25, also das ist die Pokédex-Nummer. Erfahrungspunkte, die es aktuell gesammelt hat, sind schon bei 261. Es geht hoch bis zu 1 Million. Wenn auch nicht weiter. Und Level Up, wir brauchen noch 82 Erfahrungspunkte bis Level 7. Bei der neueren Generation habt ihr hier unten diese Leiste. Ich leider nicht in der ersten Generation, die füllt sich dann. Und dann habt ihr auch einen Überblick, wie weit es halt. Wie weit ist das braucht. Noch, um halt. Ich glaube, da wären wir irgendwo hier. Was wenn das normalerweise wäre. Würde ich sagen. So. Aber okay. Wir haben momentan die Attacken Donnerschock gelernt. Hat AP. Attackpunkte. Wir haben noch 27 Mal was einsetzen. Also 3 Mal eingesetzt. 30 ist das Maximum. Es gibt ein paar Items, wo man es halt noch ein bisschen stärker kann. Das heißt dann AP Plus. Gibt es nicht so häufig im Spiel. Wir haben noch die Attacke Heuler. 40 von 40, weil wir es noch nicht eingesetzt haben. Und Rotenschlag. 30 von 30. Die stärkeren Attacken weniger und die schwächeren Attacken dann haben halt mehr Erfahrungspunkte. Attackpunkte und AP. Gut, wir machen weiter im Abenteuer. Wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Infos, die jetzt gerade kommen. Wie gesagt, deswegen wird auch die Folge ein bisschen länger. Ich denke, mal gucken, wie weit wir die nächste Folge machen. Ich habe mir so ein bisschen einen groben Plan gemacht, wie weit ich das machen will. Oder wie weit ich jede Folge machen will, ungefähr. Alles andere sagen. Weißt du, spontan. Ist ja mein eigenes Spiel. Gut, hier haben wir noch ein Pokémon-Center, damit können wir Pokémon heilen. Wir können es eigentlich mal machen. Damit wir das Ganze sehen, wie das ganze Ding funktioniert. Wir quatschen aber erstmal mit den Leuten hier, mit dem Herr, der hier so auf der Bank sitzt. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Hab ich doch gerade erklärt, Kollege. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Wäre zu schön, wenn's. Ja, es wäre auch zu schön, wenn es nicht gehen würde, wenn es auch noch Geld kosten würde. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man auch am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Gut, diese junge Dame ist dafür da, falls ihr dann auf dem normalen Gameboy spielt. Darauf ist das Spiel eigentlich ausgelegt. Ich habe übrigens auch die Originalversion dazu. Man kann mich nicht anschwärzen. Ist dafür da, wenn ihr mit Freunden spielt, dann könnt ihr gegeneinander kämpfen und miteinander tauschen und alles drum und dran. Aber das geht leider hier nicht. Ja, das ist einfach nicht der Fall. Und hier ist der PC übrigens. Ich schalte mal meinen PC ein. Jemand ist PC. PC von Kev und mein eigener. Das war's schon. Hier, das ist für die Pokémon zum Tauschen. Also wenn ihr sagt, okay, habt ihr 6 Mitglieder, also man kann maximal 6 Pokémon halt mitnehmen. Dann kann man sagen, okay, man kann halt dann keins mehr mitnehmen. Man könnte aber theoretisch sagen, wir legen ein Pokémon ab. Also wir haben zum Beispiel einen Radfratz gefangen, legen es dann hier ab und wir haben zum Beispiel ein anderes starkes Pokémon, was hier auf der Bank liegt, können wir dafür mitnehmen. Und hier kannst du einfach Pokémon, wenn du sagst, okay, ich hab's gefangen, aber ich will es gar nicht mehr haben, können wir das Pokémon freilassen. Die kommt man auch nie wieder. Und wenn du sagst, leider macht es dieses Mal nicht, macht es dieses Spiel, diese Generation noch nicht automatisch, wenn die Pokémon-Box voll ist und ihr wollt ein Pokémon fangen, könnt ihr das Pokémon nicht fangen. Das heißt, ihr müsst dann zurück zum Pokémon-Center, da hier die manuell die Box wechselt und dann könnt ihr wieder zurück zum Pokémon und das halt dann nochmal fangen. Sehr nervig, wenn du dann beispielsweise bei einem legendären Pokémon stehst und dann den ganzen Weg nochmal neu rennen musst. Naja. Hoffentlich haben wir das Gefühl nicht. Ich weiß nicht noch nicht, ob ich alles fangen werde. Ja, und drucken, falls ihr Druck angeschossen habt. So, ausloggen. Wir wollten ja unser Pokémon heilen noch. Diese junge Dame hier. Sofern sie erkennbar ist, dann rechts daneben ist ein bisschen schon näher. Willkommen in einem Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Ja, ich bitte drum. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Wir haben nur ein Pokémon. Sollte man ein Pokéball löschen finden. Ein Pokéball. Darstellen. Ja, kommen jederzeit wieder vorbei. Ich glaube, wir werden oft genug kommen. Also nicht hier unbedingt, aber wer vorbeikommt. Entschuldigung. Was haben wir denn hier noch Schönes? Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte. Ach, Angriffspunkte, nicht Attackpunkte. Das, was ich eben halt auch erzählt habe. Ja, limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Siehst du? Ich habe diese Reihe so hoch und runter gesuchtet und ich weiß nicht immer alles. Gut, hier könnt ihr uns hier runterspringen, das macht halt ein bisschen was schneller, so müsst ihr nicht zurück das hohe Gras. Man kann aber leider nicht mehr hoch. Übrigens hier rechts könnt ihr nicht hin. Verdammt! Ah,
Mir fällt gerade was für uns ein. Wir hätten mal im Supermarkt vorbeischauen müssen. Wir hätten mal im Supermarkt vorbeischauen müssen. Oder ich wollte mal im Supermarkt vorbeischauen, um Moment. Ich sag ja, manchmal passiert das einfach, dass wir wilde Pokémon random im Garten haben. Es ist sehr nervig, wenn du gerade noch schnell was machen willst. Wenn du sagst, wie jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, okay, scheiße, ich hab vergessen, zum Supermarkt zu gehen. Und dann halt 1000 wilde Pokémon anfangen, das zieht halt das Spiel so ein bisschen oder die Folge oder das ganze Ding halt so ein bisschen länger. Aber es passiert, wie gesagt, auch schon. Aber dafür gibt es ja dann immer später Items, die das halt so ein bisschen einnehmen. Jetzt stand Schutz. Gut, wir gehen in den Markt. Paket hier mit diesem MRKT. Hey, du kommst du aus Alabastia? Ja. Professor, ich schick dich, oder? Mag sein. Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Hey, wir kriegen nur noch einen Nebenjob. Chef, halt als Paket. Du auch nochmal mit dir quatschen? Dieser Laden führt viele Gegengifte. Doch, kann man keine kaufen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann nochmal hoch. Ich werde quasi hier den Weg zu machen. Das Paket bei Professor Eich auf jeden Fall nur dann die Folge beenden. Der Laden hat endlich wieder Gegengift vorrätig. Ja, sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig wahrscheinlich für die nächste Folge. So, wir gehen mal runter. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Ach, da wird eine Kindheitserinnerung wach mit dieser Musik. Ich hab das schon vergessen zu lesen. Route 1, Alabastia, Vertania City. Die nächste Runde sind wir in Vertania City. Ja. So. Wir sind wieder zu Hause. So. Da ist der gute Professor. Hallo, Kev. Wie geht es dir? Nee, wie geht es dem Pokémon? Danke. Ihm geht's gut. Ich scheint dich sehr zu mögen. Ja, ich vergesse mal mit dem Quatschen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ich übergebe ihm das Paket. Hermes ist da. Ah ne. Post ist da. Kann ich gleich irgendwie. Auf diesen speziellen Pokéball warte ich schon lange. Danke. Ich möchte dich noch etwas bitten. Einen Gefallen zu tun. Ja. Ach, guck mal, wer da auch wieder ankommt. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ah, Jan, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten, liebe Leute. Auf dem Tisch, dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex, dieses Lexikon, was wir da eben so angeguckt haben. Erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Professor Eich, Jeff, Jan, diese beiden sind für euch. Ich halte ein Pokédex von Professor Eich. Schön. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Nein, erstmal nur die erste Generation. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Oh. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist einer der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Okay. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Jeff, es tut mir leid. Aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ha, ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Kleiner Angeber. Und bevor ihr fragt, ja, wird das ganze Spiel so durch sein. Ja, liebe Leute, wie ich das schon, schon ein bisschen angekündigt habe, war das hier die erste Folge von Let's Play Pokémon Gelb. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn ihr in Zukunft weiter dabei seid. Und mich und Pikachu auf dieser gefährlichen Reise durch Kanto, die neueste Region hier, begleitet. Und wir werden mal schauen, was noch so für Abenteuer hier auf uns warten. Bis dahin und auf Wiedersehen!